Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 1. Ich befinde mich hier wieder in Levialolalila, der letzten Stadt. Und ich habe noch eine Schatzkiste gefunden, in dem Haus dort drüben mit der Leiter. Einfach die Leiter hoch, dann hier auf den gelben Weg lang, hier so lang laufen am Stadttor. Und dort ist eine Ranke, die nach unten führt. Dort drin enthalten ist ein Kriegerhelm. Den habe ich Isaac gegeben. So, außerdem hat ein Gegner noch eine schöne Waffe gedroppt, nämlich die Gigantenaxt. Ist nicht so stark wie die Dämonenaxt, gebe ich zu, aber immerhin ist man nicht verflucht. Wenigstens ist sie beinahe so stark. So, also ich habe natürlich gelevelt, wie ich gesagt habe, alle auf 30. Und bevor wir jetzt nochmal zur Schatzinsel gehen und General den Captain da besiegen, gehen wir erstmal zu Barbys Leuchtturm, welcher hier ist. Und ja, hier gibt es nämlich noch was für uns. Etwas sehr Schönes. Wenn wir den haben, haben wir sie alle. Nämlich den letzten Djinn. Den gibt es hier. Aber erst noch ein paar Kisten. Wird vermutlich nicht viel drin sein. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. So, hinunter bitte, Isaac. Dann hier hoch. Danke. Hoch. Und hinüber. So, da drin enthalten ist Glückspfeffer. Okay, das ist gut. Hebt Glück an. Benutzen wir für Ivan. So. Gut. Jetzt geht's weiter hinein. Nee, jetzt geht's überhaupt erstmal hinein. Ui, waren sie auch hier schon? Sie waren schrecklich. Ja, auch hier waren sie schon. So, gehen wir erstmal hier hinein. Kann man das bewegen? Okay. Kann man das annehmen? Nein. Bloß bewegen. Okay. Ich glaube, ich verstehe. So. Dann können wir von der anderen Seite nämlich nachziehen und dann kommen wir weiter. So. Okay. Andere Seite. Na, geh ruhig runter. Ist kein Problem. So. Jetzt hier Verschieber. So. Und hinüber. Hier geht's hoch. Okay. Aha, hier brauche ich Wachstum. Interessant. Da muss ich nochmal kurz switchen. Ja, mach mal kurz. So, zack, zack. So. Gut, jetzt hier hinunter und dann können wir hier oben rein. Da geht's hinunter, das will ich ja nicht. Ah, Gegner. Panzerratten und ein Zornyt. Nova. Genau. Ah, du hast die gleichen Attacken, alles klar. Ja, Lichtplasma. Und Gletscher. So, erstmal Lichtplasma. So, zieht schon mal eine Menge ab. Gut. So, besiegt 635 Punkte. So, übrigens können wir wieder zurücktauschen. So. Dann mal hier hinunter. Ah ja, schon richtig. Gut. Und? Kampf, natürlich. So, Kiesel. Dann Fieber. Böe. Geysir. So.
Das ist wie gesagt der letzte Djinn in diesem Spiel. Ob es uns gelingt, ihn gleich beim ersten Mal zu besiegen, bevor er überhaupt fliehen kann. Wir werden es herausfinden. Zack. So. So, und... So, gut. Mistral. Er wurde schon besiegt. 677 Punkte. Und der letzte Djinn tritt uns bei. Sturm. Genau. Und wieder einen kleinen Vorteil. Für das kommende. Achso, weiter ist hier nichts. Oder was? Okay. Hier ist irgendwas. Scheint versperrt zu sein. Also müssen wir... Ah. Ja, wir können auch mal die alten Beschwörungen machen. Bevor ich mich hier wieder unendlich verhasple. So. Okay, Progner. So, Venus. So. Merkur. Ja, ja, ist ja gut. Mars. Ja. Nochmal angreifen, bitte. So. Wunderbar. 664 Punkte. So. Also müssen wir von hier aus das machen. Zack. Zack. Und da sind wir. Heilung vielleicht? Ja, kann nicht schaden. So. Na, wen haben wir hier denn? Bist du sicher, dass sie durch diese Tür gegangen sind? Ja, sie haben die Steintür geöffnet und sind hineingegangen. Und, lässt sich die Tür öffnen? Es ist hoffnungslos, sie rührt sich nicht. Natürlich nicht. Ich sagte doch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ließe sie sich öffnen, wären wir schon längst im Inneren, um unsere Forschung zu betreiben. Aber ich bin mir sicher, dass sie durch diese Tür gegangen sind. Und ich sage, dass niemand jemals durch diese Tür gegangen ist. Oh, Iodem. Faran. Es tut mir so leid wegen Cosma. Warum musste so etwas auch geschehen? Sind Felix und die anderen hinter dieser Tür? Ja, hinter der Tür ist die kein normaler Mensch öffnen kann. Wenn sie hier hindurch konnten, können wir das auch, oder? Ja, bestimmt. Werdet ihr für uns gehen? Iodem, wer sind diese Leute? Sie kommen aus dem Norden. Sie haben jene, die Cosma entführt haben, bis hierher verfolgt. Sie verfolgen die furchtbaren Kämpfer? Ja, sie sind wahrhaft furchtbar. Welch schreckliche Macht. Außerdem scheint das, was sie vorhaben, sehr gefährlich zu sein. Wir sind die einzigen, die sie aufhalten können. Ihr glaubt, ihr könnt sie aufhalten? Na klar. Ihr scheint euch eurer selbst sehr sicher zu sein. Aber was glaubt ihr tun zu können? So harte Worte habe ich noch nie aus Farans Mund gehört. Was erwartest du, wenn ich inmitten solcher Gefahr Cosmas Schicksal in die Hände von Kindern legen soll? Wenn du willst, dass ich ihnen vertraue, müssen sie mir auch einen Grund geben.
Zuerst werdet ihr uns eure Kräfte demonstrieren müssen. Könnt ihr denselben Weg folgen, die sie genommen haben? Ja klar. Euer Selbstvertrauen ist bar jeglicher Bedeutung, bevor ihr uns nicht bewiesen habt, dass ihr es tun könnt. Iodem bittet euch nur zurückzubleiben und zuzusehen. Ja. Und jetzt zeigt mir, was ihr könnt. So, was steht denn da? Die Wahrheit über diese Tür ist offen für alle, die mit dem Herzen sehen. Also, Enthüllung. Yep, ein Schalter. Die Tür. Ich glaube es nicht. Die Tür hat sich geöffnet. Unglaublich, sie hat sich wirklich geöffnet. Wie in aller Welt habt ihr die Tür geöffnet? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wir haben es geschafft, weil wir sind. Es wäre zu kompliziert, das alles zu erklären. Wir haben ohnehin keine Zeit für langwierige Erklärungen. Stimmt, wir müssen Cosma retten. Lasst uns gehen, Faran. Wir müssen Cosma retten. Aha. Hey, die Tür schließt sich. Warum ist sie wieder zu? Ich weiß es nicht. Warum fällt wohl etwas ins Schloss? Um zu verhindern, dass Leute ohne Psy-Energie hindurchgehen. Für jemanden ohne Psy-Energie wäre es gefährlich, von hier aus weiterzugehen. Da stimme ich zu. Ihr werdet das von hier an uns überlassen müssen. Was? Wollt ihr uns sagen, dass wir hier zurückbleiben? Jo. Da wir die Tür nicht öffnen können, würden wir ihnen nur im Wege stehen. Das ist wahr. Aber wir können Cosmas Schicksal nicht in ihre Hände legen, nur weil es gefährlich für uns werden kann. Sie verfügen über größere Kraft, als du dir jemals vorstellen kannst. Und ohne eine solche Kraft wird sich die Tür für uns nicht öffnen? Ganz genau. So scheint es wohl. Da wir nicht über jene Macht verfügen, würden wir ihnen nur im Weg stehen. Ich verstehe. Cosmas Leben liegt in euren Händen. Versagt nicht, ihr müsst Cosma sicher wieder zurückbringen. Beeile dich, Isaac. All unsere Hoffnung ruht auf dir. So, dann das gleiche Spielchen nochmal. So. Enthüllung. Hindurch. Aber können wir von hier aus wieder zurück? Ja, können wir. Gut. Aha, die Tunnelruinen. Ach, von hier aus geht's dann ins Innere des Venusleuchtturms. Okay, alles klar, ich habe es vernommen. Ich hoffe, ich kann jetzt auch wieder zurück. Ja, kann ich. So. Gut, dann werde ich mich auf die Pirateninsel nun begeben. Orklords. Die verbesserten Fettbäuche, glaube ich. Schlaf. Okay. Geralt ist natürlich eingeschlafen, ist klar. So, zack. Und Feuerdämon. Zack. So. Jetzt alle auf Orklord. Ah, schon besiegt. 520 Punkte. Das ist gut. Für zwei Gegner ist das schon eine schöne Summe. So, jetzt können wir auch wieder hinaus. Nach dem Eisgargoyle. So, Feuerdämon. Zack. So. Gut. Dann auf zur Schatzinsel.
Und hoffentlich werden wir es diesmal schaffen. Ich meine, wir haben jetzt 28 Djinns. Alle 28 Djinns haben wir, ja. So, heilen nochmal. Ach, wozu? Wir können so aufbrechen. So. Gut, die Tarnkappe habe ich auch... die Köderkappe habe ich auch abgelegt. Das heißt, es werden nicht so viele Zufallskämpfe erscheinen. Natürlich beim Training hatte ich die Köderkappe an, ist klar. Das wäre ja sonst alberig. Ja, je mehr Gegner kommen. Ich habe nämlich die ganze Zeit im Venus-Leuchtturm, also da, wo der Haupteingang ist, trainiert. Und ja, da geben die Gegner so 600 Erfahrungspunkte, wenn es drei sind. Und ja, das ist ziemlich viel. Vor allen Dingen, wenn da mehrere gleich hintereinander kommen. Das wird ein schönes Sümmchen. So. La 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 la. So, da müssten wir gleich wieder zur Wüste Suala sein. So. Gut. Da sind wir wieder in der Suala-Wüste. Und jetzt müssen wir zum Tornado. So, hier hoch. Und... ah, okay. Machen wir Mutter Erde. Machen wir Hitzesturm. Machen wir Lichtplasma. Und machen wir Gletscher. So. So. Mutter Erde, bitte. So, Gletscher. So, das war's. 444 Punkte. Dann brauchen wir die Enthüllung. Zack und zack. So, hinunter. Und hier noch durch. Und dann sind wir schon beim Tornado. So. Okay, fast. Jetzt sind wir beim Tornado. Und hinauf. So. Gut. Jetzt nur noch dorthin wieder. Die Schatzinsel. Ja, wir müssen wieder von oben. Aber ich werde mich so zum Schiff wieder begeben. Dann sehen wir uns im nächsten Part gleich dort wieder. Und ich sage schon mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.